Ja, der liebe Camper Tobi und ich, wir haben getauscht. Der Avanti E ist natürlich auch auf Camper Tobis Kanal zu sehen. Und ich mache mich jetzt auf in dieses tolle Fahrzeug, den Nova M, den ihr ja auch schon beim Tobi sehen könnt. Und diesmal mache ich es so, dass ich innen anfange. Schon mal schön gelöst hier. Die Tür bleibt mit einem Magnetverschluss hängen. Und ja, der Einstieg ist auch schon ein bisschen impulsant. Ich habe ja ein Fahrzeug dieser Klasse noch gar nicht gefilmt. Insofern ist es bei einer Premiere natürlich ganz was Besonderes. Und ja, wow. Also ganz, ganz tolles Raumgefühl. Das kann was, kann ich euch absolut sagen. Und wir haben natürlich auch von der Ausstattung hier so ziemlich alles an Bord. Wir haben diese ganz tollen SKA-Sitze drin. Und natürlich probiere ich den jetzt aus. Ja, wow. Ja, also hier kann man den Blick ruhig schweifen lassen. Das kann richtig was. Wir haben oben drüber ein Hubbett. Das lasse ich jetzt nicht runter. Ich glaube, das ist uns auch nicht gestattet. So, ihr seht, dass hier mit diesem Knick, diese Konstruktionsart kennt man von Lastrada schon. Und stehen dann gleich mal mitten in der Küche. Wir haben hier natürlich auch wieder dieses sagenhafte Kochspüleinheit. Wir haben einen Rollladenschrank, die mir persönlich nach wie vor super gut gefallen. Wir haben das gleiche Lichtkonzept. Das heißt, hier eine Lichtleiste über die ganze Länge, die auch dimmbar ist. Jawohl. Volles Licht. Und dann haben wir hier den Dometic-Kühlschrank mit Gefrierfach. Dann Besteckschublade. Unten drunter die Gasabsperrhähne. Ja, schöne große Schubläden. Wunderbar. Und ja, was mir ja so gut am System gefällt bei Lastrada ist, dass kein Zentimeter Platz verschenkt wird. Ja, super großer Schrank, zack, automatische Beleuchtung. Ja, tolle Sache. Da geht ordentlich was rein. Und auch, man beachtet das hier, wir haben ja mittlerweile überall Softclose, außer bei so Themen wie Jalousie, aber selbst hier haben wir Softclose. Aha, wow. Sehr schön gemacht. Schließt alles perfekt. Wahnsinn. Schöne geräumige Schubladen. Und natürlich wieder, wir haben hier Stufen und diese Stufen sind auch wieder genutzt, in diesem Fall mit der Elektronik. Und ein nettes Gimmick habe ich sofort entdeckt. Und zwar ist das hier unten eine kleine Lampe mit Bewegungsmelder. Ganz, ganz toll, sicherlich für den, der in der Nacht aufstehen muss und auf die Toilette gehen. Bodenfächer, Platz ohne Ende. Also, fantastisch.
Hier das Ablassventil, Frostwächter vom Boiler. Und was haben wir noch? Wir haben noch ein wunderschönes Bad. Und das ist ja etwas, das mir persönlich ganz, ganz gut gefällt, wenn ich die Möglichkeit habe, einen Duschbereich zu nutzen, den ich komplett abschließen kann. Und zwar nicht mit einem Vorhang, sondern mit so einer schönen Falttür. Die habe ich ja auch drin im Avanti C. Wir haben hier ganz tolles Design vom Boden inklusive der Duschtasse. Und ich gehe mal davon aus, dass sich hier hinter das Waschbecken versteckt und genauso ist das. Na super. Wow. Also ich habe das Licht nicht eingeschaltet, das geht wirklich von alleine an. Wow, wow, wow. Zack und zu. Dann haben wir hier einen schönen Spiegelschrank. Ausreichend Platz. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Mein Tag ist definitiv gerettet, weil bei mir findet sich schon wieder Begeisterung pur. Wir haben auch hier diese schöne LED-Leuchte. Klasse. Klasse gemacht. Ganz, ganz tolles Raumgefühl. Wir haben hier hinten ein Einzelbett. Und vorne haben wir ja das Hubbett. Wieder das Konzept wie im Avanti E mit Magnetverschlüssen, grifflos, sensationell schön. Und im Heck ein wunderschönes großes Fenster. Das heißt, hier hinten ist es wirklich lichtdurchflutet. Und nochmal ein Fenster oben. Gleiche Schranksituation auf der anderen Seite. Boah. Ja, ist vielleicht zu merken, dass ich echt begeistert bin. Hier schöne Schiebetür mit Magnetverschluss zum Bad. Also hier gibt es nichts. Das ist toll, das ist traumhaft. Klasse. Zusatzfenster im Bad erwähne ich immer. Kostet natürlich immer Geld, aber leistet euch das. Das ist für die Durchlüftung, vor allem im Winter, wenn es im Fahrzeug feucht wird, eine super tolle Sache. Hier vorne haben wir nochmal, schaut euch mal diese tiefen Schubladen an. Hoffentlich kann ich das überhaupt wiedergeben. Das ist ja Wahnsinn. Sensationell. Unten das Ganze ein drittes Mal. Und dann haben wir hier nochmal Apotheker-Style. Absoluter Wow-Effekt. Ja, auch hier wieder, ich habe es vorhin schon gesagt, beim Avanti E herzlichen Glückwunsch an La Strada für diese tollen Modelle. Ich bin super, super, super begeistert. Und ich denke, jeder, der in so einem Fahrzeug mal drin war, wird es auch sein. Da gibt es nichts. Wir haben hier natürlich das Mercedes-Cockpit mit dieser tollen integrierten Einheit hier. Also wow, wow, wow. Von mir alle Daumen hoch für dieses tolle Fahrzeug. Ich hoffe, euch gefällt das auch und wir ziehen weiter über die Messe und schauen natürlich, was wir alles Tolles für euch einfangen können. Damit verabschiede ich mich vom La Strada Stand und freue mich auf weitere Modelle gemeinsam mit euch.
Ein hübscher Rücken kann auch entzücken. Das trifft dieses Modell natürlich im vollen Umfang. Und wir schauen uns jetzt hier nochmal die Heckgarage an. Und ja, man sieht schon ausreichend Platz. Wir sehen hier wieder die Kleiderstangen, die montiert sind, und die Tellerfedern unter der Matratze. Und in diesen Fächern hier haben wir die Batterie, wir haben die Heizung da drin. Ja, also alles fein, fein aufgeräumt. Designtechnisch eine absolute Bombe möchte ich gar nicht verwenden, aber es ist nun mal so. Und auch hier, wenn man sich mal anschaut, die Markise ist in dem Monocoque versenkt. Also super, super schick. Tolles Fahrzeug, spitzenmäßig. Meine Begeisterung, mein Daumen nach oben. Und wir sehen uns.